Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal und das habe ich auf jeden Fall jemandem zu verdanken und zwar ist das Kollateral. Der hat mich gefragt, sag mal Ada, ich wäre super happy, wenn du mal ein bisschen was von Wildstar zeigen könntest und da ja Mass Effect 3 gerade bei mir ausgelaufen ist und beendet wurde und so weiter und es wieder geschafft haben, hatte ich einige Projekte in Aussicht, die ich als Singleplayer-Projekt spielen wollte und dann kam das gerade gestern ins Haus und dachte ich mir so, ja, gut. Es läuft zwar gerade Rift, aber mal gucken, wie lange ich jetzt Wildstar für euch spiele und ich hoffe, Kollateral, du wirst dich freuen. Also für mich ist es absolut blind, ich habe es noch nie gespielt und ich denke mir mal, ihr könnt mir auf jeden Fall mal ein paar Tipps geben und einfach in die Kommentare schreiben, eure Hilfestellungen und so weiter. Fangen wir mal an, dass wir jetzt einen neuen Charakter erstellen. Ich bin Anfänger. Ja, achso, weiter zu Volk. Ja, es gibt ein paar Fraktionen, Geschlecht. Männlich, weiblich. Wir sind männlich. Yeah. Fraktion. Dominion. Das Dominion ist ein mächtiges interstellares Imperium, das die Galaxie seit mehr als 2000 Jahren beherrscht. Als Erben des Vermächtnisses. Der Eldan betrachtet das Dominion Nexus als rechtmäßigen Teil seiner Hoheitsgebiets und dem legendären Planeten für sich beansprucht. Ja. Ja, oder halt Verbannte. Das hört sich aber wieder interessant an. Böse sein. Die Verbannten bestehen aus Flüchtlingen, Rebellen und Söldnern aus der ganzen Galaxie. Sie sind nach Nexus gekommen, um eine neue Heimat für sich zu erschaffen. Und sie haben nicht vor, sich kampflos von Dominion davon abhalten zu lassen. Ja, das ist aber die Auswahl hier zwischen Flüchtlingen, Rebellen und Söldnern. Oder die, obwohl die, ich glaube eher Dominion, das sind eher so die Bösen. Weil Verbannte, die wollen ja eigentlich nur wieder neue Heimat haben. Komm, wir nehmen die Bösen, Dominion. Ja. Ah. Doppelklicken, muss man ja auch gesagt sein. Ja, da gibt es hier ein paar Klassen. Krieger. Da sieht man, mit Schwertchen kämpft herum und so weiter. Meuchler, also eine Art Schurke, so ein Meuchler-Typ halt. Arkanschütze. Fernkämpfer. Schnellchen und bla bla. Revolverhelden, okay. Dann die Töter, das ist doch was für mich. Ich spiele ja gerne bei MMOs so Supporter oder Heiler. Oder allgemein spiele ich sowas ganz gerne. Essen kann ich nicht. Ein Mordrisch kann kein essbar sein. Ah. Ja. Okay. Wollte ich, dass ich so aussehe? Konnte man das irgendwo noch einstellen? Ah. Man kann ja auch noch so ein Volk wählen. Ah, das habe ich mich nicht gemacht. Ich habe nur die Fraktion gewählt. Arkane, Krieger, Meuchler, der kann alles, der kann alles. Ja, nehmen wir hier so ein kleines Vieh. Ja, sieht das irgendwie schon ein bisschen komisch aus. Aber naja gut, ich mag es, wenn die klein sind. Erinnert mich so ein bisschen an Zwerg, passt. Essen nutzen die Macht ihres Geistes, um Gegner in die Knie zu bezwingen. Tech-Pioniere bewaffnet mit einer hochklassigen Schrotflinte. Oh, das ist halt eine Idee. Aber ich glaube, ich werde mal jetzt in die Töter nehmen. Ja. Kundschafter wissen. Den Pfad wählen. Man wird so ein bisschen überfordert. Euer nächstes Paradies für Kundschafter. Bei einem Abenteuer in dieser unvermessenen Welt benutzen Kundschafter ihre Fähigkeit, um versteckte Wege zu finden, uralte Relikte zu suchen und Überwachungssysteme auszustellen. Aufzustellen. Um zu beobachten, was der Feind im Schilde führt. Wissenschaftler Nexus ist voller Wissen, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden und so weiter. Nee. Soldaten bekämpfen den Feind, indem sie mächtige Gegner töten, neue Waffensysteme testen und Gebiete. Das passt doch ganz gut. So, dann haben wir noch was auszuwählen. Also, sorry, wenn es jetzt diesen Partner so ein bisschen ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen vorgespult. Bis mal bewegte Bilder da sind. Aber ich will mir das ein bisschen angucken und auch dieses Spiel ein bisschen näher bringen. Und von daher denke ich mir mal, sollte auch so eine Charaktererstellung okay sein. Ja, bevor zu den Voreinstellungen.
Ja, man hat ja so ein Gesicht aussehen. Ah, böse. Ja, ansonsten. Ja, super. Der hat Onion auf die Fresse gekriegt. Ah, ich nehme den. War ganz nett. Dann kann man hier noch so die Blabla machen. Ja, diese typischen Veränderungen. Gesichtsbemalung, Behaarung. Ja, der sieht doch alles. Heil mich, kann ich den ja nicht sehen. Ja. Lass mal das so. Ja, eine Frisur kann man auswählen. Ja. Ja, hat man halt ein paar verschiedene. Hat der ein Törtchen auf dem Kopf? Oder ist das, Mr. Shit. Ne, wie heißt der? Mr. Kinky? Hanky? Krothaufen? Ja, machen wir hier so einen kleinen Iro, passt schon. Augenfarbe, ne? Hier sagt. Ah, das sieht schon cool aus, gefällt mir schon. Ohrenart? Wow. Ja, genau. Schöne Segelohren. Angefressene Ohren. Ja, das sind so kleine, oder? Na, ja, mach mal kleine Ohren. Na, ja, man kann ja sagen, wie man aussehen will. Wir machen mal so einen kleinen pummeligen. Ja, auch die Fellfarbe sich noch aussuchen. Ja, zack, zack, zack. Ich nehme. Mal kurz einmal durch. Ich glaube, ich nehme den hier. Oder? Nee, der ist ganz cool. So, dann haben wir das alles. Vor- und Nachname. Ja, Atabum ist ja klar. Ja. Gut. Das Dominion ist ein mächtiges Imperium, gegründet von den vor langer Zeit verschwundenen Eldaren. Es beherrscht die Galaxis jetzt schon seit fast 2000 Jahren. Doch dann wurde Nexus, die legendäre Heimatwelt der Eldaren, unerwartet von den abtrünnigen Verbannten entdeckt. Das Dominion beansprucht den Planeten als rechtmäßiges Erbe des Imperiums. Und so sammelt es nun seine Streitkräfte und bereitet sich auf einen Krieg vor. Jetzt hat sich das Dominion auf die lange Reise nach Nexus gemacht, um sein von Alters her bestimmtes Schicksal zu erfüllen. Doch das ist erst der Anfang ihrer unvergesslichen Geschichte. Okay, sorry, ich war ganz kurz mal abgelenkt. Ah, lade mich was, ey. Erlaube mir bitte, dir Nexus zu zeigen. Unser Geburtsrecht. Wunderschön, nicht wahr? Ich bin Artemis Sinn, Kundschafterin der Extraklasse. Doch das wusstest du bestimmt schon. Das Dominion braucht deine Hilfe, Bürger. Nexus mag uns rechtmäßig gehören, doch es steckt voller Geheimnisse. Und genau deshalb braucht das Imperium dich. Diese Simulation wurde konzipiert, um dich vor dem Erwachen aus dem Kryoschlaf auf deine Aufgabe vorzubereiten. Ich werde dich auf diesem Weg begleiten. Also, was hältst du davon, wenn wir sofort loslegen? Deal or no deal? Rüsten wir dich erst einmal aus, bevor wir uns zu viel vornehmen. Beweg dich bitte auf das Feld in dem blauen Kreis. Jo. Ja, so, weil wir so laufen. Hui! Hui! Nex
Nexus ist groß. Es ist schließlich ein Planet. Da brauchst du ein richtiges Transportmittel. Probier doch dieses Hoverboard mal aus. Hä? Hoverboard? Okay, anklicken, Franz. Wenn du ein Zauber... wurden Geländescans von Nexus verwendet. So schön sie auch sein mag, die Realität von Nexus ist noch weit atemberaubender. Wenn du ein Zauber über das Blabla siehst, ja, du wirst weitläufige Wälder, schwüle Dschungel und eisige Öden bereisen, die erkundet und erobert werden wollen. Okay, normale Bürger erhalten typischerweise keine Hoverboards. Eventuell kann ich für dich aber ein paar Beziehungen spielen lassen. Ja, nee, ist klar. Quatsch mich nicht voll. Yeah! Ja, man kann dafür cool fahren. Yeah! Whee! Ey, wenn ich so spiele, dann kriege ich auch wieder Bock so auf, wie damals, Sonic. The Hedgehog, The Tails, dieses, was ich dann da spielen konnte. Das war cool. Das hat echt Laune gemacht. Ja, wie lange soll das noch gehen? Ich hab's verstanden. Hoverboard fahren ist eine tolle Sache, nicht wahr? Leider fahren wir hier nicht in die Ferien. Du musst kämpfen können. Ich bin Heiler, ich kann nicht kämpfen. So, eine Quest. Die Verbanden suchen eine Heimat und sie sehen sie in Nexus. Doch dieser Planet ist unser Vermächtnis, das wir um jeden Preis verteidigen müssen. Das Imperium kämpft gegen die Verbanden, seit sie sich vor über 200 Jahren gegen Kaiser Jarek aufgelehnt haben. Dagoons werden von den Verbanden oft im Kampf eingesetzt. Ja, dann sind wir die Fähigkeiten. R ist aufladen. Aktiviert 4, füllt 4 Auslöser auf, stellt 30% deiner fehlenden Schildenergie ab wieder her und wird 8 Sekunden lang einen stärken. Okay. Hier blinkt noch irgendwas. Achso. Ja, na, natürlich der Shop. Das Ganze ist Free-to-Play, aber natürlich wollen die natürlich, dass du cashst. Gucken wir uns ein bisschen um. Also es ist sehr Comic-lastig. Man kann mit WASD laufen oder mit beiden Maustasten gedrückt. Ja, und mit 1, 2, 3 kämpfen wir. Bam. Klassenressource Auslöser. Sanitäter benutzen Auslöser, die sich außerhalb des Kampfes und durch den Einsatz bestimmter Fähigkeiten generieren. Sie benutzen die Auslöser, um ledierte Verbündete wieder zusammenzuflicken. Oder selbst ein paar Feinde zu ledieren. Okay. Machen wir ein bisschen so. Ja. Das sind erstmal die Gegner mit so einem Ausrufezeichen. Quest, das Gesicht des Feindes 1, 2, 5, also 5 Stück von Killen. 4 haben wir noch vor uns. Ja. Wo ist eigentlich unser Leben? Ach ja. Das sind wir, ja. Kannst du irgendwie verschieben. Layout, Add-ons, Kampf, Steuerung, Grafik, Kampfprotokoll, Namensschilder, Spielermelden, Tastenbelegung, Chat. Nö. Na, finde ich hier nicht so toll, ich hätte es am liebsten hier oben. Ah. Nee, kann man irgendwie wahrscheinlich erst später oder muss er nachher. Offscreen mal ein bisschen hier rumbasteln und gucken. Das ist für euch ein bisschen sonst zu langweilig. Shua-Technologie hat zum galaktischen Erfolg des Dominion beigetragen. Dein Volk spielt weiterhin eine große Rolle in unserem Krieg gegen die Verbanden. Ja, man muss eigentlich kurz was machen. Ja, stirbt auch mal tot. Ja,
Und komm, gib ihm. Die dreckigen Dagoons hatten keine Chance. Geh jetzt den Hügel hoch, in Richtung des Minenfelds. Jo, geh mal den Hügel hoch. Dann machen wir natürlich die Viecher weg. Ja, schon der erste Spieler. Also, tot ist es nicht. noch ein Spieler. Und auf deinem Weg liegen mehrere Minen. Deaktiviere sie, aber geh auf Abstand, bevor sie hochgehen. Schnell! Raus aus dem Sprengbereich! Ja, quatsch mich voll. Ausgezeichnet! Entschärfe jetzt den Rest der Minen. Ja, und laufen. Das hast du gut gemacht mit der Mine. Alter, will ihr mich verarschen? Die Verbannten haben Geschütztürme auf dem Grat. Du wirst ihr Sperrfeuer mit deiner Fähigkeit unterbrechen müssen. Danach sind sie verwundbar und du kannst sie problemlos zerstören. Schnell, greif den Geschützturm an, während er deaktiviert ist. Ausgezeichnete Arbeit, Bürger. Starke Leistung. Ja, das ist auf jeden Fall. Lass mich! Mal ausstellen. Die Truppen der Verbannten vor uns sehen zwar heruntergekommen aus und haben hässliche Uniformen, sind aber harte Gegner. Setz jetzt das Gelernte ein, um sie zu bezwingen. Ja, mach ich ganz nett schon. Ja, weg ist er. Ja, der ist ein Spieler. Ja. Komm, stirb tot, du willst doch auch. Und tschüss. Einen müssen wir noch. Ja, das war ziemlich actionlastig. Auf jeden Fall ganz cool, dass man die Texte selber nicht vorlesen sollte, muss. Also zumindest aktuell. Ich hätte das nämlich überlegt, über WoW zu machen. Deine Kampfkünste sind beeindruckend, Bürger. Die Verbannten haben keine Chance. Ich warte in der Nähe auf dich, also lass mich nicht versauern. Ja, was jetzt? Oh, du bist eine Stufe aufgestiegen. Irre Leistung, Süßer. Wie geil ist das denn? Leute, das... Ja, Quest ist klar. Ja, ich hatte überlegt gehabt, dass ich die Texte vorlesen bei WoW, was ich euch gezeigt hatte. Aber wenn das jetzt hier eh alles synchronisiert ist, dann brauche ich das gar nicht. Hat schon mal einen Vorteil. Kann ich ein bisschen meine, redete Stimme schonen. Ne? Selbst die abenteuerlustigsten Kundschafter brauchen einen Ort zum Ausruhen. Stimmt doch, oder? Ausruhen. Arbeiten sollen sie. Es gibt so Sachen, die man noch vorlesen könnte. Der Protostar-Konzern hat über die Technik für die Situation zur Verfügung gestellt. Bevor es weitergeht, würden sie gerne eine virtuelle Himmelsunterkunft besichtigen lassen. Na, mach mal. Die Angebote von Protostar werden dich sicherlich interessieren. Da bist du ja. Ja, wer sind denn die Protostar? Also, nicht alles ist. Also gut, dann werde ich das mal so machen, dass ich den Text vorlese. Wenn ihr das nicht wollt, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich schnell weiterspielen. Protostar ist ein intergalaktisches Unternehmen, das mehr oder weniger alles für alle verkauft. Wenn sie etwas noch nicht anbieten, ist das mit ziemlicher Sicherheit in Entwicklung. Was ist eine Himmelsunterkunft? Protostar versetzt Teile von Nexus in einem Schwebezustand. Sobald du eine Himmelsunterkunft besitzt, kannst du dort ein Haus bauen, einen Garten anlegen, fabelhafte Partys feiern oder tun, wonach es dich gelüstet. Dann sehe ich mich nochmal um. Heutzutage ist es so schwierig, gute Assistenten zu finden. Ja, da sollen wir mal hingehen. Das machen wir auf jeden Fall noch.
Rechtsklicken und weiter geht's. So ein dummer Tipp. Spielst du gerne mit bestimmten Leuten, füge sie in deine Freundesliste hinzu und so weiter. Haha. Also, das ist mir neu, dass man sowas in solchen spielen kann. Seien Sie gegrüßt, Bürger. Suchen Sie nach einer neuen Immobilie auf Nexus? Dann sind Sie hier genau richtig. Ihr Land ist Ihre Angelegenheit, Bürger. Lassen Sie sich bauen, was Sie wollen, wann immer Sie es befehlen. Mit Protostar. Muss ich da jetzt Product Placement angeben? Jo. Wollen wir uns hier ein bisschen umschauen. Aber das lassen wir jetzt erstmal, weil sonst wird der Part unnötig lang. Wenn es euch gefallen haben sollte, dass ich jetzt für euch Wildstar zeige, ja, dann lasst auf jeden Fall was Leckeres da, würde mich freuen. Ja, und Kollateral, ich bin gespannt, ob du es auch siehst und unterschreibst. Ansonsten, ja, schaut auf jeden Fall auch noch in andere Projekte rein und ich würde mich freuen, mehr von euch zu lesen und zu erleben. Ja, und habt einen wunderbaren Tag. Haut rein, Leute!